Geprägt. Die Wahlkampfzeit ist die Zeit fokussierter Unintelligenz. Ich muss ihn korrigieren, denn das gilt für die grüne Politik, für die Aussagen grüner Politiker, aber auch die grüne Ideologie, die fast alle hier befallen hat, gilt das ganze Jahr hindurch. Und wir haben das jetzt auch schon die ganze Legislaturperiode hindurch erleben müssen. Und diese fokussierte Unintelligenz, die gipfelt auch hier in diesem Titel von dieser Aktuellen Stunde und in dem, was uns hier Klubobfrau Maurer präsentiert hat. Die Grünen wollen uns wieder einmal schützen. Da müssen wir die Fischer in die Hand nehmen. Das Erste, sie wollen uns vor der Hitze beschützen. Herr Minister dreht eines seiner grauenhaft geschmacklosen Videos, gibt da Ratschläge. Wir sollen nicht zu lange in der prallen Sonne sitzen, vor allen Dingen nicht die Vulnerablen. Man soll sich nicht zu viel bewegen in der großen Hitze. Man soll ausreichend trinken und sich in den Schatten setzen. Na, ich hätte es nicht gewusst, wenn uns der Herr Minister nicht sagt. Ich hätte es nicht gewusst. Ich habe das auch meinen Kindern nie gesagt. Ich habe ein voll schlechtes Gewissen. Ich habe das meinen Kindern nie gesagt. Die sind in der prallen Sonne gesessen. Wir haben das nicht gewusst. Jetzt sagt uns das der Minister erst. Jetzt gibt es ein Hitzetelefon, da kann man die Ministermaus anrufen und kann uns sagen, was mache ich denn, wenn es zu heiß ist? Na, er wird es uns sagen. Ich meine, unsere Großmütter haben uns das alles eigentlich auch gesagt, würde ich sagen. Sie haben keine Videos gedreht und sie haben kein Geld verbritschelt fürs Ministerium, sondern sie haben uns das mitgegeben und wir haben es weitergegeben an die nächste Generation. Was allerdings die Grünen wieder ganz egal ist, ist ja, dass durch diese grüne Ideologie, Unterstützung immer, die Energiekosten die letzten Jahre gestiegen sind, jetzt sehr, sehr hoch sind und dann tatsächlich in den Krankenhäusern oder Pflegealtenheimen man die Klimaanlagen nicht mehr einschalten kann, weil die Energiekosten nicht zu beheben sind. Und das schadet wirklich. Auch in den Universitäten sind unsere jungen Leute gesessen im Winter. Es ist kalt geblieben, weil man die Energiekosten nicht mehr stemmen kann, weil man ja die fossile Energie ja in den wofür das in den Abgrund, haben wir gerade gehört. Nur um gleich die kommenden Hitzemeldungen auch vorwegzunehmen, Frau Maurer hat uns eh schon ein paar gesagt, ein paar traurige Rekorde, die wir auch heuer schon wieder hatten, mitten im Juni über 30 Grad, ich finde das ja ganz entsetzlich. Nur bitte, was einmal gleich vergessen, Kind, diese heißesten Tage seit der Aufzeichnung, das haben wir letztes Jahr gehabt, das haben wir vorletztes Jahr gehabt. Lasst euch was Neues einfallen. Der ausgetrocknete Gardasee, bitte, er ist es auch heuer nicht, er war es letztes Jahr nicht, obwohl es überall gemeldet worden ist. Nicht einmal der Neusiedlersee war ausgetrocknet, obwohl der früher schon oft nur so hoch war und mal gestrandet ist mit dem Segelboot, kennen wir alle aus der Mundelfolge. Wann jetzt dann im Juli die Waldbrände kommen auf Sizilien, bitte, wenn die Grünen oder alle anderen, die Medien wieder davon sprechen, von den selbst entzündeten Waldbränden durch die Gluthitze, dann müsst ihr halt dann mit der Polizei vor Ort reden und denen sagen, sie dürfen da nicht ermitteln, weil die glauben nämlich nachher immer die Benzinkanister zu haben von den Brandstiftern. Es sind auch letztes Jahr Dutzende Brandstifter verhaftet worden, weil eben die Waldbrände tatsächlich menschengemacht sind, nämlich angezündet von skrupellosen Geschäftemachern, die nach außen hin oft genug von der grünen Energie sprechen und vom Klima. Und wenn es halt gar nicht so recht heiß wird, dann haben wir jetzt die gefühlte Temperatur erfunden. Da geht es um den emotionalen Zustand der jeweiligen Grünen, die sich also ganz erhitzt fühlt. Das war auch früher nicht. Und da messen wir halt die Temperatur dann halt auch einmal am Asphalt auf der Straße oder so. Dann kriegen wir schon zusammen die entsprechenden. Vom Unwetter wollen sie uns auch beschützen. Ich würde sagen, man kann da genug machen. Umfassender Hochwasserkatastrophenschutz in den Gemeinden kann man genug machen. Man muss nur wollen. Die Grünen wollen es natürlich nicht. In der Steiermark und Kärnten warten sie immer nur auf die Hilfe. Gell? Da haben wir kein Geld locker gemacht, weil die Menschen interessieren uns nicht. Es interessiert uns nur die Klimakrise. Umverteilen, keine Autos mehr, höhere CO2-Steuer und schon haben wir keine Unwetter mehr. Gell? Das wollt ihr uns erzählen. Und dahinter lassen wir die Bauern sterben, wir dann Vermögen umverteilen und wir haben genug Geld für eure NGOs. Aktiver Klimaschutz schützt unsere Bevölkerung, sagen uns die Grünen. Nein, fokussierte Unintelligenz. Ich komme zum Schluss. Nein,
Die Grünen gefährden unsere Gesundheit mit der Hitze, Unwetter, mit dem Klima, werden wir selber fertig. Die Grünen, mit Duldung der ÖVP, seit über 4 Jahren in der Regierung, gefährden unsere Gesundheit. Und eine andere Regierung mit der FPÖ, mit einem neuen Bundeskanzler, schützt unsere Bevölkerung. Tatsächlich hat es Hitze schon in früheren Jahrhunderten gegeben. Der Neusiedlersee war in den 1860er Jahren mehrere Jahre völlig ausgetrocknet.